das. Wir stehen ja mit unserem ICE4 in München, zwar im Werk 706. Das heißt, wir werden unseren Zug noch an dem Bahnsteig fahren müssen und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, beziehungsweise zu einem neuen Szenario aus der Feder von Train FW und ich lese einfach mal vor. Aufgabenname. Guten Nachmittag, Kollege. Du bist heute eingesetzt auf ICE 512 und befindest dich gerade im BWF von München. Da dein Triebfahrzeug gerade seine HU hinter sich hat, oder sein HU hinter sich hat, dementsprechend muss dein Fahrzeug noch in den Münchner Hauptbahnhof bereitgestellt werden. Melde dich dazu bitte vor beim Fahrdienstleiter per Funk. Abfahrt im Münchner Hauptbahnhof ist dann um 17:28 Uhr. Unterwegs hältst du nur in München-Pasing. Mit dem Halt in Augsburg Hauptbahnhof endet das Szenario dann. Zudem noch zwei Hinweise. Erstens, mit der Abfahrt immer warten, bis sich der Zugchef bei dir gemeldet hat. Zweitens, im Bereich Mehring finden Gleisbauarbeiten statt. Ab dort geht es für dich über das Gegengleis bis Augsburg-Hochzoll. Und beim Durchqueren der Baustelle mit einer Vormax von 60 km/h. Gute Fahrt! Ja, damit heiße ich euch herzlich willkommen zu dieser Aufgabe hier. Und ich würde sagen, wir rüsten hier mal schnell auf und begeben uns dann in Richtung München Hauptbahnhof. So, machen wir noch kurz das Licht an. Beziehungsweise, es ist kein ICE4, es ist ein Velaro. Ja, hier ist der Lokführer ICE Velaro 512. 3, genau. Stehabfahrt bereit in München, BBF Gleis 706. Bitte um Fahrerlaubnis für die Einfahrt nach München Hauptbahnhof auf Gleis 19. Habe die Ehre, Kollege. Muss noch schnell mal warten. Der 709er fährt noch ins Depot. Wenn der durch ist, dann legt er der Fahrstrasse ins Gleis 19 in München Hauptbahnhof. Alles klar, angenehme Schicht. Bis dann. Ja, bitte. Ja, ihr habt es gehört. Wir haben noch ein wenig zu warten. Aber das dürfte ja nicht weiter schlimm sein. Übrigens finde ich das jetzt schon wieder richtig wunderschön. Mit diesen Konversationen in Bayerisch einfach nur traumhaft. Also ich kann einfach nur sagen, diese Szenarien von Train FW sind einfach der Wahnsinn. Man macht richtig gute Arbeit, das muss man einfach so sagen. Und also einfach nur traumhaft. Wunderschön. Übrigens stammt dieses Szenario aus dem Jahre 2019. Ist wie gesagt von Train FW ICE 512 nach Münster-Westfalen mit der Baureihe 412 in der Version mit AP Wetter. Und dort kommt auch der Grund, warum wir noch nicht fahren dürfen. Unser Gegenzug. Und wie gesagt, ist ein wunderschönes Szenario. Gefällt mir jetzt schon von Anfang an, muss ich wirklich sagen. So, und ich denke, dann dürften wir jetzt auch gleich loslegen Richtung Münchner Hauptbahnhof. So, ist noch verweigert, aber das dürfte sich jetzt nur noch um Sekunden handeln. So, auf geht's. Wunderschön, dieses Anfahren. Wunderschön.
So. 40 dürfen wir? Da die berühmte Brücke. Wunderschön. Wunderschön. Nach der Meridian. Traumhaft. Traumhaft. Ganz schön viel Verkehr hier. So, da kommt jetzt auch schon ein Gegenzug, beziehungsweise ein Zug entgegen. IC. Geschoben mit Sicherheit zu 99% von der einer 101. Na, wer sagt es denn? Nee, doch 120. 120, welch eine Seltenheit. Welch eine Seltenheit als KI-Verkehr. Traumhaft. Die S-Bahn im Hintergrund, wunderschön. Diese Weichenwechslung hier, traumhaft. Da steht ein Railjet bereit. So, wir werden an Gleis 19 anhalten. Oh, ich bin noch ein bisschen zu schnell. Stimmt, hier ist er 30. Wie konnte ich das vergessen? Railjet hat Ausfahrt. Twindex.
So, ganz rein passt da nicht, aber da kann ich auch nichts dran ändern. So, ich würde sagen, wir lösen hier erstmal die Bremse. Machen das auf aus. Das aus. Das aus. So, und wir wechseln den Führerstand. Das geht ja hier wesentlich schneller als beim TSW2. So, machen dann alles wieder so. Zack. Zack. Wunderschön. So. Eins fehlt noch. Genau. Die darf hier auf keinen Fall fehlen. So, wir haben mit 30 Ausfahrt. So viel ist sicher. So, jetzt passt es. So, dann hätten wir soweit alles erledigt. Und können uns mal ein wenig hier im Münchner Hauptbahnhof umsehen, was wir hier so an Rollmaterial haben. Okay. Naja, wird schon passen. Ja, ihr seht, ich habe nicht alle DLCs gehabt. Naja, aber ich habe da einen Tipp bekommen. Steht auf jeden Fall ein Twinnex. Da ein Alex. Auch ein sehr, sehr schöner Zug. Erst probieren, dann mitreden. Die Probebahncard 25. Jetzt 4 Monate testen, nur 25 Euro. Immer 25% sparen in Kombination mit den Sparpreisen noch günstiger. Lohnt sich oft schon ab der ersten Fahrt. Mehr Infos unter www.bahn.de. Die Bahn macht mobil. Ja, die sollte ich mir vielleicht auch mal anschaffen. 25 Euro. Ist nicht besonders teuer, dann 25% sparen. Klingt nicht schlecht. Probebahncard, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Dann sehen wir schon. So, der Twindex hat Ausfahrt. Wir werden auch gleich Ausfahrt haben. Das hat anscheinend nichts gebracht. Aber naja, dann soll es halt so sein. Stört man uns mal nicht weiter dran, meine Güte. So, da vorne steht noch eine schöne 110. Eine schicke Hamsterbacke. So, wir schauen mal, was wir noch so im Laufe des Szenarios zu sehen bekommen. An Rollmaterial. So, wir haben in 10 Sekunden Ausfahrt. So, wir sollen auf den Zugchef warten. Thank you.
Da ist er. Der Lokführer bitte. Also Türen verschlossen, fertigen Abfahren. Ja, das habe ich mit. Einmal verriegeln und abfahren. Bis später dann. Jo, bis gleich. Jo, dann dürfen wir abfahren. Das heißt, wir lösen die Bremsen. Und schalten auf. Auf geht's! Endstation München-Pasing. Wunderbar, wunderbar. Das wird auf jeden Fall auch noch ein Spotting-Ziel von mir, so viel ist sicher. Münchner Hauptbahnhof, traumhaft. Sehr schön. Einen schönen guten Tag, sehr geehrte Fahrgäste. Im Namen des gesamten Personals der Deutschen Bahn darf ich Sie recht herzlich erwarten, dass Sie die Express 512 auf der Fahrt von München Hauptbahnhof nach Münster über Stuttgart, Mannheim, Köln, Duisburg und Essen recht herzlich begrüßen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster vorgemäßiger Halt ist München-Pasing. Ladies and Gentlemen, welcome on board from Intercity Express to Münster via Stuttgart, Mannheim, Köln, Duisburg and Essen. We wish you a pleasant journey. Ja, die Ansagen wie immer gelungen, muss man wirklich sagen. Traumhaftes Szenario. So, da ist das Werk, wo wir vorhin drin standen, links. So, dann dürfen wir auch gleich aufschalten auf 120. Jetzt schon auf 60.
ordentlich viel KI-Verkehr. Es ist wunderschön. So, auf geht's. 120. Ach, Treffer. Geehrte Fahrgäste, in Kürze erreicht mir München-Pasing. Im Namen des Gesamtzugpersonals der Deutschen Bahn verabschieden sich von allen Aus- und umsteigenden Fahrgästen und wünschen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Sehr geehrte Reisende, in München-Pasing haben Sie folgende Adressmöglichkeiten: an die Regionalbahn nach Fulton, Tirol mit Zugfahrt nach Gleis Oberweilheim, Gammspartenkirchen, planmäßige Abfahrtszeit 17:38 aus Gleis 4. An den Regionalexpress nach Ulmer Oberhof mit Zugfahrt nach Treuchtlingen, Werding, Augsburg, Donauwörth, planmäßige Abfahrtszeit. Wir wollen zu Soklatet Twinex. Ich glaub's nicht. Oh, das nächste Signal ist verweigert, beziehungsweise rot. Auf jeden Fall grün, weil dann wird das wohl das Signal in Pasing sein. Weil das ist auf jeden Fall grün. Ah, 218, traumhaft. So, Ankunft Pasing. Wunderschön. So, mittlerweile ist das Signal auch auf grün.
So, einmal die Türen öffnen. So, Parsing, wunderschön. Was kommt denn da? Was kommt denn da Schickes? Eine 110 oder ist es eine 151? 151, tatsächlich. Die macht Halt. Ihr droht. Wunderschön. Brav. Wunderschön. So. Lüfter aus, so wie es sich gehört. So, Abfahrt. Wunderschön, auf geht's. Wunderschön. Einfach nur traumhaft. Der KI-Verkehr ist wieder mal wunderschön. So, und der Güterzug hat immer noch Halt. Aber ich denke mal, der wird sich da auch gleich irgendwann in Bewegung setzen. Aber wir werden uns jetzt in unseren Führerstand setzen, weil wir hier ein wenig aufpassen müssen, weil gleich noch irgendwo eine Langsamfahrstelle kam, laut dem FDL am Anfang des Szenarios. Und da will ich auf keinen Fall drüber fahren. Bei der Baustelle Möhringen wirst du von der LZB lediglich auf 120 aufgrund der Weiche heruntergebremst.
Da unmittelbar nach der Weiche aber die Baustelle beginnt, bitte frühzeitig vor der Weiche auf 60 km/h von Hand runterbremsen. Am besten am Ankündigerschild für die LA. So, das heißt, Mehring ist auf jeden Fall das Nadelöhr, beziehungsweise der Ort, wo wir auf jeden Fall langsam werden müssen. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier ganz stark auf die Signale konzentrieren, damit wir ja nicht die Langsamfahrstelle verpassen. So, das ist auf jeden Fall schon mal Lochhausen. Ach, sollte vielleicht auch mal die AFB hochmachen. Dann kommen wir auch ein bisschen weiter. 160 Blindflug. Das war doch jetzt mal. Ich habe einfach mal gedrückt. Wahnsinn. Das ist mir wirklich noch nie gelungen. So völlig blind einfach mal auf 160 hoch. Hammer. Das war tatsächlich jetzt das erste Mal. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen konzentrieren hier. Da ist noch alles normal. Wie schneller als 160 fährt die, geht die AFB nicht? Ist doch wohl ein Dreck, oder? Dann machen wir doch ganz anders. Ja, also das geht ja wohl mal gar nicht. So, trotzdem jetzt aufpassen auf Mehring. Das ist auch noch grün, alles gut. Auch noch grün. Ist auch noch alles grün. So, 280, wunderschön. Aber ich habe immer noch dieses Mehring im Kopf, also nicht übertreiben jetzt. Da ist auch noch alles grün.
So, Mering dürfte bald kommen. Auch noch alles grün. So, 280 haben wir da auch gleich erreicht. Alter Schwede, da geht einem der Stift in solcher Geschwindigkeit. Wäre schön, wenn vorher noch mal eine Warnung käme. Das wäre geil. Vorher noch mal so ein kurzer Hinweis käme. Ich habe jetzt nicht gerade im Kopf, wo sich Mering befindet, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte natürlich auch schlauerweise die LZB einschalten können, aber ich hätte da ein Problem mit der PZB. Und das ohne LZB und PZB zu fahren ist schon puh. Nicht von schlechten Eltern. Noch ist nichts zu sehen mit von einer eventuellen Langsamfahrstelle. Also weit und breit nicht. So, da kommt schon mal 200. Das heißt, wir werden schon mal abbrechen hier, beziehungsweise abbremsen. Brechen nicht, aber abbremsen. Das war ganz massiv. So, jetzt bald irgendwann Mering kommen. Das sind noch 21 Kilometer bis zum Zielort. Mering, Mering, Mering. Warte mal, kann ich denn? Schade, das geht nicht. Mist! Im Blindflug mache ich das nicht. Das ist sicher. Im Blindflug mache ich das nicht. Noch ist alles gut.
aber mal 200. Aber noch ist nichts zu sehen von der Baustelle. So, 240. Da ist Mering, da kommt die Langsamfahrstelle. Das heißt, wir werden jetzt runterbremsen. Ist das eine 215? Ne, 218. Okay. So. Ich denke, dass wir aber gleich wieder aufs andere Gleis wechseln werden. Das heißt, jetzt groß aufzuschalten hat, glaube ich, nicht viel Sinn. Da stehen die Herrschaften. Das ging ja alles nochmal gut. Wunderbar. Ich glaube, wir können mal wieder ein bisschen aufschalten. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt in nächster Zeit rüber wechseln werden, oder? Oder?
Also ist noch alles grün. Hundert. So, wir sind dann auch sofort in Sehr geehrte Fahrgäste, Augsburg. Region erreichen wir Augsburg Hauptbahnhof. Dort haben Sie folgende Weiterreisemöglichkeiten. Die Regionalbahn nach Geratzhausen über Augsburg Oberhausen planmäßige Abfahrtszeit 18:03 aus Gleis 6. An die Bayerische Regiobahn nach Bubingen über Augsburg fährst du um 18:03 aus Gleis 12. An die Bayerische Regiobahn nach Buchloe um 18:12 aus Gleis 12. An die Bayerische Regiobahn nach Eichach über Friedberg um 18:15 aus Gleis 2. Sowie an den Ursulines 116 nach Saarbrücken über Stuttgart-Kaiserslautern um 18:17 aus Gleis 1. Im Namen des gesamten Personals der Deutschen Bahn verabschieden wir uns von allen Augsburg aus oder umsteigenden Fahrgästen und wünschen noch einen angenehmen Abend oder eine angenehme Weiterreise. Auf Wiedersehen. Die Ansagen sind wunderschön, aber ich bin zu schnell. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. So, 80. Und dann haben wir es gleich geschafft.
So, Ankunft. So, wir öffnen die Türen, begeben uns nach draußen und das war's dann mit dem Szenario und mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Rest Ostertage. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und ja, habt doch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Denny Spieters. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.